Achtung, eine Durchsage. Hildegard hat den Unterricht in der Trainerschule abgeschlossen. Und Lilly stinkt. Oh. Vertrag dich immer gut mit deinem Pokémon. Ja, aber halt auch Startup-Probleme und wie man sie überhebt im Hinterkopf. Viel Erfolg bei deiner Inselwanderschaft. Mach's gut. Ich suche die Nähe zu anderen Trainern. Und suche die Nähe zu Professor Kukui. Ach nee, jetzt kommt sie. Hildegard, wende an, was du hier gelernt hast und erlebe eine spannende Inselwanderschaft. Schafft. Gib alles, zukünftiger Champ. Ich würde gerne die oberste Etage der Schule sehen. Mach dir fleißig TMs zunutze. Sie machen deine Pokémon stärker. Das konnte ja nur von dir. Hau rein, Hildegard. Du und dein Flammiau habt wirklich toll zusammengearbeitet. Nun, da wir schon einmal hier sind, werde ich dich in Hoholy City herumführen. Bitte folge mir. Nein, will in die Schule. Ich will wieder in die Schule. Sagte kein Kind jemals. Ich will wieder in die Schule, sagt fast jeder Erwachsene. Ja. Hildegard, hier drüben. Aber nein, du sollst nicht zurück in die Trainerschule. Wir wollten doch in diese Richtung. Du hast in der Trainerschule zusammen mit deinen Pokémon im Kampf schon ein gutes Bild abgegeben. Du hast mir von Anfang an imponiert, weißt du? Wie du Wäldchen gerettet hast, obwohl du nicht einmal ein Trainer warst. Und als dein Pokémon sich für dich entschieden hat, ist mir einiges über dich klar geworden. Jetzt hätte ich doch beinahe Tauros vergessen. Und es ist weg. Oh nein. Ernsthaft, Hala? Halas Tauros? Oh Mann. Tauros ist wegen Lilly und Hildegard ganz aufgeregt. Girl versus Horse. Ich bringe es am besten wieder nach Hause. Wie sieht's aus, Hildegard? Möchtest du es mal streicheln? Nein. Tschüssi. Das klappt. Wie war aufregend. Klappt das echt? Wow. Cool. So, mal gucken, was die oben verbergen. Ja. Das Geheimlabor. Von Walter White. Ja, der ist der Chemielehrer. Okay, oh. Aufenthaltsraum, Spinde. Halula Bilderbuch, oh. Pichu, Guffa und Fleckmon beschließen, auf Inselwanderschaft zu gehen. Doch sie haben bei den Vorbereitungen bereits so viel Spaß, dass sie die Reise letztendlich nicht antreten. Ende. Wow. Ist da noch mehr? Nein, das ist nur das. Es war einmal ein hässliches Loserdien. Das war so hässlich, dass alle Pokémon besiegt wurden. Ende. Oh. Mich trägt hier niemand weg. Da hinten wartet ein extrem starker Trainer. Glaub mir, ich handle nur in deinem Interesse. Ich will aber... Okay. Er sieht aus wie Heinrich Eich. Wahrscheinlich alle mit dem Teint. Moment. Ja, wer weiß. Ja, es könnte tatsächlich... Ja gut, aber wenn wir da nicht rankommen, vielleicht ist da ja Rot drin. Ja, auf jeden Fall. Aber wann kommen wir an ihn ran? Vielleicht müssen wir da später gegen Elima kämpfen. Nach oder der Prüfung. So. Oder das, ja, stimmt, das kann ja auch. Ja, der müsste eigentlich auch bei der Prüfungsstätte schon warten, aber fuck Logic. Na gut, dann wollen wir erstmal das Tauros streicheln und dann greift es uns an. Oh Gott, hoffentlich nicht. Na. Tau. Ja, genau so. Ah, genau, das, es wird nämlich gerade, es ist gerade Schnee gefallen, deswegen. Tau! Endlich. Wow. Boah, es ist früh am Morgen. Ja. Es freut sich. Wenn man Pokémon pflegt, bessert sich ihre Laune, musst du wissen. Jetzt müssen wir nicht sein fucking Tauros pflegen, oder? Okay, gut. Und schön zwischen den Beinen. Oh Gott. Nutzt eure Zeit und reist so viel herum wie möglich, ihr drei. Neue Begegnungen mit Pokémon und Menschen machen das Leben erst so richtig spannend. Jojo, dat. Ich würde alles geben, um so viel drauf zu haben wie die Inselkönige und Inselköniginnen. Wie politisch korrekt die auch immer sind. Dass die immer beides sagen.
Ein Pokémon zu beruhigen, ohne gegen es zu kämpfen, kriegt nicht jeder hin. Ich mag Tauros zwar, aber ich habe Angst davor, es, auf ihm zu reiten. Sagt mal, wo geht ihr zwei eigentlich hin? Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, Hildegard in Haroli City herumzuführen. Cool, gute Idee, Lilly. Hildegard ist ja gerade erst in Alola angekommen. Hey, wisst ihr was? Ich komme auch mit. Ich möchte was Leckeres essen. Und zwar Malalalasadadala. Ja, gut. Dann gehen wir alle gemeinsam. Yay, wie aufregend. Kommt schon, mir nach. Okay. Und weg ist er. And it's gone. Wir sollten uns auch auf den Weg machen, Hildegard. Haroli City ist die größte Stadt Alolas. Da kann man sich leicht verlieren. Genau der richtige Tag, um ein wenig durch Haroli City zu schlendern. Auf zum Strand! Hui. Haroli City, Strandpromenade. Fleckmann. Da würde Fleckmann doch gerne mal seinen Schwanz reinhalten. In das hey, Wasser Baby. Natürlich. Hey Baby, möchtest du mal von meiner Fleckmann-Route probieren? Ah, das Meer, einfach nur herrlich. Ja. Strandschönheiten anbaggern, confirmed. Oh. Yes. Hey du, du bist von ganz weit her nach Alola gekommen, oder? Das sehe ich dir an. Denn du hast... Nein, eigentlich hat sie nicht so viel Klamotten an. Pass auf und ich bringe dir den Alola-Gruß bei. Komm, mach's mir nach. Welchen Arm steigt? Alola! Imagination. Ja, genau. Menge Fantasie. Wenn du zur Begrüßung immer Alola sagst, werden dich alle mögen, weißt du? Das tue ich in echt tatsächlich. Ja, ich auch. In Haroli City reibt sich ein Haus ans andere. Es gibt auch aber eine Touristeninformation. Schön. Erstmal Bikini Girls angraben. Ja. Hey das Baby, klopf, Charakter, klopf. Ja. Am Himmel ziehen die Wingull ihre Kreise. Am Boden tritt man so fast immer in ihre... Nein, ich dachte, das würde sich reimen, tut es aber doch nicht. Sehr schön lokalisiert. Ja. Bikini Schönheit angraben. Ja. Hey Baby, klopf, klopf. Wer ist das? Sex, Sex mit mir, boom. Greift man ein Flug-Pokémon mit einer Attacke vom Typ Boden an, bleibt sie wirkungslos und richtet keinen Schaden an. Greift man dagegen ein Boden-Pokémon mit einer Wasserattacke an, wackelt die Hütte. Goofa. Hä? Hier, fang! Mann, nur weil die armen Goofa so weich sind, musst du sie nicht durch die Gegend werfen. Wirf sie stattdessen ein paar Pokébälle, huh? Wow. Dazu musst du wissen, die Goofa kommen immer an den Strand für die Nahrungssuche. Aber sterben da sehr leicht, weil sie vertrocknen. Deshalb ist es Brauch, auf den Inseln Goofas wieder zurück ins Meer zu werfen. Ja, obwohl die immer wieder kommen. Ja. Ah, Fleckmann besitzt die Fähigkeit Tempomacher. So kann es von Gegnern nicht verwirrt werden. Das Fleckmann da scheint allerdings trotzdem ordentlich verwirrt zu sein. Es hält mich wohl für seinen Trainer und lässt mich nicht in Ruhe. I see boobs, I hit like. So ungefähr. Ja, dann schauen wir uns mal weiter um, wa? Ja. Hi. Aber mach den Alola-Gruß. Was ist mit dem hier? Die Attacken der Pokémon zu erforschen, also das lohnt sich doch auf jeden Fall. Nimm als Beispiel mal die Attacken jener Pokémon, die sich in den Teams der Inselköniginnen und Inselkönige befinden. Das sind die sind einsame Spitzenklasse. Ob da wohl ein Geheimnis dahinter steckt? Ja, vielleicht. Was haben wir hier? Alola, machst du hier Urlaub? Oder bist du auf Inselwanderschaft? Ich bin auf Inselwanderschaft. So oder so bist du hier herzlich willkommen. Hier hast du ein Willkommensgeschenk. Trank.
Alter, wie viele Tränke! Ja, aber ich fand das auch krass, wie man in irgendeiner Generation, ich glaube, das war Schwarz-Weiß oder sowas, in jeder Arena Wasser bekommen hat. Das war nett. Und vor allem, wie Wasser natürlich auch mehr wiederherstellt, klares Wasser als ein synthetisch hergestellter Pokémon-Trank, ja, die auspöppeln soll. Ja. Genieße deinen Aufenthalt in Hauruli und deine Zeit in Alola zusammen mit deinen Pokémon. Okay. Ich habe eine Frage. Ja. How holy is Jesus? Juhu. Very, very, very. Holy. Very holy. You are very holy too. Holy in the Birne. Oh, warte mal. Ich muss mich mal gerade muten. Mir war so, als würde hinter der Wand etwas lauern, also habe ich instinktiv zu einem Karateschlag ausgeholt. Warum gerade zu einem Karateschlag? Na, weil der so eine hohe Volltrefferquote hat. Was sehe ich denn? Wen sehe ich denn da? Das ist doch Hildegard! Hängen wir Hobbit zu Hildegard. Ja, wie auch immer. Ich habe dich sofort an deinem Gang erkannt. Dieser Marsch. Dieser Gleichschritt. Na, was sagst du? Howl Holy ist super, oder? Alola ist toll, stimmt's? Oh. Hey Hildegard, komm mit. Ich will dir was Tolles zeigen. Das ist die Touristeninformation. Richtig. Ah. Aber die sind neu. Hey, stimmt es, dass wenn man hier etwas Tolles bekommt... Was? Nee, dass man hier etwas Tolles bekommt, wenn man einen Rotom-Pokédex hat? Das hat sich aber schnell rumgesprochen. Der Rotom-Pokédex ist zwar noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben schon eine Erweiterung für ihn im Angebot. Den Pokémon-Sucher, hier, bitte sehr. Das ist ja der Wahnsinn! Ein Pokémon-Sucher, ist das nicht toll, Hildegard? Und was ist ein Pokémon-Sucher? Mit dem Pokémon-Sucher kannst du Fotos von Pokémon machen. Rotom, gib dir Bescheid, wenn du irgendwo hinkommst, wo du Fotos aufnehmen kannst. Lass mich dir aus der Bedienungsanleitung vorlesen. Berühre Rotom und drücke den R-Knopf. Oder. Oder den... Achso. So. Der Rotom-Pokédex ist echt eine tolle Sache. Es ist zwar kein... Er ist zwar kein Pokémon, aber er steht dir trotzdem zur Seite, Hildegard. Nicht so viel trinken beim Let's Playen. Ja. Blah. Nee, Moment mal. In ihm steckt ja ein Rotom. Dann ist er ja doch ein Pokémon, oder? Ach, ist ja auch egal. Ich warte draußen auf dich. Bis gleich. Ja, müsste man nicht eigentlich sein Pokémon, Pokédex einsetzen können, wenn man keine Pokémon mehr übrig hat? Theoretisch ja. Mit dem Pokémon-Sucher fotografierte Pokémon sehen auf den Bildern einfach total süß aus. Ja. Ich zeig dir mal, wo man den Pokémon-Sucher einsetzen kann. Okay. Wenn du rauskommst, ein Stück zurück. Stück zurück. Okay. Machen wir doch mal. Zeigt er dir wahrscheinlich jetzt auch, oder? Ja, wahrscheinlich. Wow. Hildegard, Tali, wie war's bei der Touristeninformation? Bei der Terroristeninformation? Der Rotom-Pokédex hat eine neue Funktion bekommen. Er kann jetzt Fotos machen. Wirklich beeindruckend, dieses Rotom. Blub. Blitz. Oh, ich sehe nichts mehr. Na nur? Oh oh. Was war denn das? Komm, Hildegard. Ich zeig dir einen Laden, in dem es was Tolles, Leckeres, totales Leckeres gibt. Dicks and Chicks, dein Lieblingsladen. Vielleicht möchte Rotom, dass du ein paar Fotos mit ihm machst. Wie dem auch sei, ich werde mich ein wenig in der Boutique umschauen.